Good afternoon. Willkommen. Did you enjoy your lunch? Habt ihr euer Mittagessen genossen? I hope you did. We had a lovely lunch. Ich hoffe, das habt ihr gemacht. Wir hatten ein wunderbares Mittagessen. This afternoon. Heute Nachmittag. We want to talk about reversing disease with a knife and a fork. Möchten wir darüber sprechen, wie wir Krankheit wieder umkehren können mit einem Messer und einer Gabel. You ever thought about that? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Well, we want to use this knife and fork to look at what you are eating. Wir wollen das zum Anlass nehmen, darüber nachzudenken, was essen wir eigentlich? We said you are what you eat. Wir haben gesagt, wir sind, was wir essen. And what you digest. Und was wir verdauen. So every time you use your knife and fork, also jedes Mal, wenn du dein Gabel und deine Messer benutzt, then you could be creating some kind of a disease. Könntest du da gerade dabei sein, dich in irgendeine Krankheit hinein zu essen? And then you can say you are what you have eaten. Und dann kannst du sagen, ich bin, was ich gegessen habe. So let's look at that a little bit. Also schauen wir uns das ein bisschen näher an. I want to use a scripture text to start off with. Ich möchte mit einem Text aus der Bibel beginnen. And it comes from Psalms 100, verse 3. Und den finden wir im Psalm 100 und dort im Vers 3 wahrscheinlich im. And it says, know ye that the Lord, he is God. It is he that has made us and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Psalm 100, Vers 3, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Now the reason I'm using this text. Nun, warum benutze ich diesen Text hier am Anfang? My husband talked about the dust of the ground this morning. Heute Morgen hat mein Mann über diese Erde gesprochen, ja? So in order to know what's the best nutrition for us, um also zu wissen, was die beste Ernährung für uns ist, we have to go back to the designer, the creator of this body. Müssen wir zu dem zurückkehren, der diesen Körper einmal geschaffen hat. Because we didn't make ourselves. Wir haben uns ja nicht selber geschaffen. Is that true? Nicht wahr? Yes, no. Yes. Ja, nein, wie ist das? And so we have someone that has designed this body of ours. Also, es gibt jemanden, der diesen Körper entworfen hat. And so the designer gave us an instructional book. Und so hat dieser Designer uns ein Anleitungsbuch dazu gegeben. And this book is to give us some instructions. Und dieses Buch gibt uns einige Empfehlungen. And why do we need instructions? Und warum brauchen wir diese Anweisungen? Today there are different kinds of dietary programs. Heutzutage gibt es ganz unterschiedliche Ernährungsprogramme. And usually every two or three months there's a new different program. Und für gewöhnlich alle zwei bis drei Monate kommt so ein neues Programm heraus. And so how do we know which one is right? Aber woher wissen wir nun, welches davon stimmt? Do we think about that? Denken wir darüber nach? Or do we just take on that program and start doing it? Oder nehmen wir einfach das Programm und setzen es um? Well, I want to go back to the designer. Nun, ich möchte zurückgehen zu dem, der uns einmal geschaffen hat. And the instruction manual states this. Und dieses Anweisungsbuch, was wir hier haben, sagt uns Folgendes. It says, get wisdom. Es heißt dort, erlange Weisheit. Get understanding. Und Verständnis. Wisdom is the principal thing. Weisheit ist eigentlich die Grundlage allens. Therefore get wisdom. Und deswegen brauchen wir diese Weisheit. And with all thy getting, get understanding. Und es heißt, mit allem, was du erlangst, erlange vor allen Dingen Verständnis. So what is wisdom? Also was ist Weisheit? Someone tell me, what is wisdom? Kann jemand das mal in Worte fassen? Was ist Weisheit? To know what to do.
how to act. To know what to do, how to act. Anybody else? So, andere Gedanken. Was ist Weisheit? Wisdom. Gott erkennen und den, den er gesandt hat, Jesus to know God and whom he has sent, Jesus Christ. To know God and whom he has sent, yes, true. Mm-hmm. Yeah. Yeah, the fruit of the Holy Spirit. Fruit of the Holy Spirit, okay. She said, what did she say? Yeah. That's what she said. Okay, let's look at it a little bit broader. Wisdom is knowledge. Also schauen wir uns das ein bisschen breiter an. Weisheit ist eigentlich Kenntnis. And when you have knowledge, und wenn du Kenntnis hast, then we need understanding how to apply that knowledge we receive. Dann brauchen wir dieses Verständnis, um diese Weisheit oder um dieses Wissen auch richtig anzuwenden. We had a family, wir hatten eine Familie, that decided that they were going to take all fats out of their diet. Und die Familie hat sich dazu entschieden, sämtliche Fette aus ihrer Ernährung zu eliminieren. Those who study nutrition know you need fat in your diet. Wer aber Ernährung schon mal sich näher angeguckt hat, weiß, dass wir Fette brauchen in unserer Ernährung. So they got all this wisdom. Sie hatten also all dieses Wissen. And they didn't have any understanding. Aber sie hatten kein Verständnis. So the children start to have physiological problems. Und so hatten ihre Kinder bald physiologische Mangelerscheinungen und Schwierigkeiten. So they could not move their limbs properly. Sie hatten Schwierigkeiten mit ihren Bewegungen. And so when the children would walk, they would drag their feet. Und so haben die Kinder so, wenn sie gegangen sind, ihre Beine nachgezogen. They had wisdom. Sie hatten Wissen. They decided they were going to take out all of the fats out of the diet. Und sie haben sich entschieden, alle Fette aus der Ernährung zu verbannen. They had no understanding. Aber sie hatten kein Verständnis. Of what to replace in the diet. Was sie anstelle dessen in ihre Ernährung aufnehmen konnten. So we want wisdom. Also wir wollen nicht nur die Informationen haben, but we want understanding aber wir wollen auch wissen, wie wir damit umgehen können. Because if we have this wisdom and don't know how to or understand how to appropriate things in the diet, denn wir können sehr viel wissen, aber wenn wir nicht verstehen, wie wir das richtig umsetzen können, then there will be some malfunctions in the body. Dann kommt es zu Fehlfunktionen in unserem Körper. As a result. Als Ergebnis davon. So we want to avoid that. Also das ist das, was wir vermeiden möchten. We want wisdom, but we want understanding. Wir möchten nicht nur die Information haben, wir wollen auch zu einem Verständnis darüber gelangen. So when we look at what you are eating, also wenn wir anschauen, was wir essen, we can say that man is digging his grave with his teeth. Dann könnten wir sagen, dass der Mensch sein eigenes Grab schaufelt mit seinen Zähnen. Do you believe that? Stimmt ihr dem in etwa zu? Now remember, you see the knife and the fork? Erinnert ihr euch an die Gabel und das Messer? Now with this knife and fork, he have to have a plate and teeth. Also dazu brauchen wir noch unseren Teller und unsere Zähne. And so man is digging his grave with his teeth. Also der Mensch schaufelt sein eigenes Grab mit seinen Zähnen. So we want to know how to do better. Wir möchten aber wissen, wie wir es besser machen können. So we want to postpone our funerals. Wir wollen sozusagen unsere eigene Beerdigung hinausschieben. By making healthier choices. Indem wir gesündere Entscheidungen treffen. Is that right? Ist das so? Yes, yes. So in order for us to actually have good health, damit wir also eine gute Gesundheit haben, we need to have good blood. Brauchen wir gutes Blut. In Leviticus 17:11, in 3. Mose 17 Vers 11, it says the life of the flesh is in the blood. Heißt es, das Leben des Fleisches ist im Blut. And with that blood we need to have good healthy choices. Und um dieses Blut gesund zu haben, brauchen wir gute gesunde Entscheidungen.
so it can make good blood. Und das führt dann dazu, dass unser Blut auch in einem guten Zustand ist. Have you ever considered, habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, that whatever food item that you put into your mouth, dass was immer du an Nahrung in deinen Mund hineinnimmst, that through the process of digestion, durch den Verdauungsprozess, it becomes blood. Wird es sich sozusagen in Blut verwandeln oder die Nährstoffe findet ihr im Blut wieder oder die Inhaltsstoffe. So then you can ask yourself, what are you eating or what are you digesting? Also ist ja die Frage an mich selber, was esse ich eigentlich oder was verdaue ich da eigentlich? In order to produce good blood to nourish every cell and tissue in your body. Denn mein Ziel ist ja, dass ich ein gutes Blut habe und somit jede Zelle in meinem Körper richtig ernähren kann. Because the statement says that in when we supply the blood with proper food elements. Dieses Zitat sagt, dass wenn wir das Blut versorgen mit den richtigen Bestandteilen von Nahrung, then it will nourish our whole body. Dann wird das Blut unseren ganzen Körper mit Nährstoffen richtig versorgen. Last night we saw that we need 5 needs to keep ourselves healthy. Gestern Abend haben wir darüber gesprochen, dass es 5 Elemente braucht, damit unsere Körperzellen gesund sein können. It said we needed oxygen. Wir haben gesagt, wir brauchen Sauerstoff. We need water. Wir brauchen Wasser. We needed nutrients. Wir brauchen die Nährstoffe. We need to keep the body clean. Wir müssen unseren Körper reinhalten, sauber halten. And we need to keep all poisons out of the body. Und wir müssen also Giftstoffe rausschaffen und dafür sorgen, dass keine Giftstoffe überhaupt reinkommen. Now, depending upon what kind of diet we're on, abhängig von der Ernährung, die wir selber haben, if it is not a total plant-based diet, wenn wir keine vollkommen pflanzlich basierte Nahrung haben, then we will not get the oxygen we need. Kann es dazu führen, dass wir nicht genügend Sauerstoff haben? We will not get the water that we need. Dass wir nicht genügend Flüssigkeit haben im Körper? It may not have the nutrients we need. Dass wir nicht die Nährstoffe haben, die wir brauchen? And then it will not help to keep the body clean. Und es hilft uns dann auch nicht dabei, den Körper frei zu halten von Giftstoffen. And will not keep poisons out. Und auch nicht daran wird auch nicht verhindert, dass Giftstoffe in den Körper hineinkommen. When we think of keeping the body clean, I think of a broom. Wenn wir darüber sprechen, was heißt es eigentlich, unseren Körper reinzuhalten, dann denken wir mal an einen Besen. What do we do with a broom? Was tun wir mit einem Besen? Ja, wie broom the floor, we mop the floor. We mop, we sweep, is ja, that true? Also wir fegen damit. The kinds of food choices that we make, if it doesn't have enough fiber, wenn wir unsere Nahrung auswählen, wenn wir dann nicht genügend Ballaststoffe drin haben, then it will not keep the cells clean. Dann führt das letztendlich dazu, wenn wir zu wenig Ballaststoffe essen, dass der Körper nicht sauber ist, ja? We know certain times of the day or the month we need to clean the house. Wisst ihr, zu bestimmten Zeiten des Tages oder der Woche, da putzen wir unser Haus. Well, these kinds of food choices. Nun, diese Auswahl von Nahrungsmitteln hier is high in fiber. Hat sehr viele Ballaststoffe. And so when we eat them, wenn wir das essen, and digest them, und verdauen, then it goes through and keep our body clean. Dann ist das etwas, was sozusagen unseren Körper wie innerlich reinigt. And that's what we want. Und das ist das, was wir möchten. My husband talked about, in order to have good health, we need the cells to be fed with these 5 things. Mein Mann hat darüber gesprochen, dass damit unsere Zellen damit wir eine gute Gesundheit haben, brauchen wir diese 5 Elemente. And so, total plant-based diet will give us these 5 needs. Und eine vollständig pflanzenbasierte Ernährung wird uns diese 5 Elemente auf jeden Fall garantieren. So, good health begins at a cellular level. Eine gute Gesundheit beginnt immer auf der Ebene unserer Zellen.
Now let's go back to that dust of the ground. Nun, wir haben über dieses Thema gesprochen, dass der Mensch aus der Erde geschaffen worden ist. The Creator took the dust of the ground, that dirt. Es heißt, dass der Schöpfer am Anfang die Erde nahm, den Staub der Erde. He formed this house that we to live in. Und er schuf dieses Gebäude, in dem wir leben. And he knew that in order for this body to be sustained. Und er wusste, dass damit dieses Gebäude aufrechterhalten werden kann, he had to give it a dietary plan to provide those elements that he made it out of. Musste er dazu sozusagen noch einen Diätplan mitgeben, einen Ernährungsplan, damit dieses Gebäude auch gesund bleibt. So man was formed from the dust of the ground. Und so wissen wir also, der Mensch wurde geschaffen aus dem Staub der Erde. Now, I got a little picture here that I would like for you to see. Nun, dieses Bild möchte ich, dass wir uns das mal anschauen. Here is the dust. This is where we came from. So, das ist also der Staub der Erde, die Erde, aus der wir geschaffen sind. And then the plan that God gave to man. Und dann ist dieser Plan, den Gott uns gegeben hat. So the elements that are in the ground, calcium, potassium, iron, zinc. Also diese Pflanze, die uns Gott zum Essen gibt, stellen wir fest, dass sie in diesem gleichen Boden wurzelt und dort finden wir Sachen wie Calcium, Kalium, Zink, Eisen. And those elements are drawn from the roots up and through to the food. We eat the food and then we have those elements that we are composed of. Und die Pflanze, die zieht also nun diese Nährstoffe aus der Erde heraus und bringt sie bis in die Früchte, die wir dann schlussendlich essen. And then man is composed of all of those elements. Und so können wir sagen, dass der Mensch eben aus diesen ganzen Elementen, die sich im Boden finden, aufgebaut ist. So if we're getting food items in our diet that does not have a root system. Wenn wir also Elemente, Komponenten in unserer Ernährung haben, die nicht letztendlich durch ein Wurzelsystem ernährt worden sind, then we may not be getting the elements that our body needs. Dann kann es sein, dass wir nicht die Elemente bekommen, die unser Körper braucht. In order to know what is the best diet, um zu wissen, was die beste Ernährung ist, it's best to go to the original plan. Ist es immer am besten, wenn wir zu dem ursprünglichen Plan zurückkehren oder uns schauen, was der ursprüngliche Plan war. And we looked at that plan this morning from Genesis chapter 1, 11 and 29. Heute Morgen haben wir das kurz angeschaut aus 1. Mose 1, Vers 11 und 29. Mm-hmm. And we can see that is the best plan. Und wir können erkennen, dass es der beste Plan ist. Maybe you can quickly repeat it. Because there are some people. Let's go back then and look at it. It says, in order to know the best foods, we must study the original plan. Mm-hmm. Also, wir haben gesagt, repeat the plan. The plan. What are the best? The best is fruits, grains, nuts and vegetables. Okay, also heute Morgen haben wir gesagt, dass die ideale Ernährung die ist, die wir am Anfang hatten. Und das sind Früchte, die Samen, also die ganzen Getreide und Saaten und Nüsse. And so we find that in Genesis chapter 1:29 we have fruits, nuts and grains in Genesis 1:29. Und in 1. Buch Mose im Kapitel 1 Vers 29, dort wird also genau das gesagt, die Früchte der Bäume, die samentragenden Pflanzen und das Getreide. Mm-hmm. Und die Nüsse sind da auch mit dabei, ja. And then after man sinned, there were vegetables added to his diet. Nachdem der Mensch nun gesündigt hatte, sagt die Bibel, dass jetzt die Gemüse in seine Ernährung aufgenommen wurden. In Genesis 3:18. Und das lesen wir in 1. Mose Kapitel 3 Vers 18. And that was the green things of the earth. Und jetzt plötzlich kommen also diese grünen Blattgemüse zum Beispiel mit dazu. Before man didn't eat the green things, he ate the tree of life. Mm-hmm. He didn't eat those green things. Also vor dem Sündenfall hat der Mensch diese Sachen nicht gegessen, sondern hat die Früchte der Bäume gegessen und die Tiere
haben diese Dinge, die Gemüse, gegessen. We talked about the chlorophyll that's in the green herbs this morning. Heute Morgen haben wir auch darüber gesprochen, über das Chlorophyll, was wir in den grünen Blattgemüsen finden. And we need that because it is very compatible with our red blood cells. Das ist für uns deswegen so wichtig, weil es eine sehr große Verwandtschaft hat mit dem Farbstoff in unseren roten Blutkörperchen, dem Hämoglobin. And so these are the items that we need in our diet. So, das sind also die Elemente, die wir in unserer Ernährung brauchen. Now we know that all of these things at one time were destroyed. Wir wissen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Erdgeschichte all diese Dinge einmal zerstört waren. And when they were destroyed, we were given permission that we could eat animal products. Und in diesem Zeitpunkt wurde den Menschen erlaubt, auch tierische Produkte zu essen. Mm-hmm. But now, when we eat these animal products, aber wenn wir diese tierischen Produkte essen, we were supposed to have restrictions with them. Das wurde uns nicht einfach nur erlaubt, das zu essen, sondern es wurden auch gewisse Auflagen damit gemacht, unter welchen Umständen wir tierische Produkte essen sollten. Mm-hmm. So, I would say that a lot of the animal products that are in our diet is causing the diseases that we're suffering with. Ich möchte sagen, dass die tierischen Produkte, die wir in unserer Ernährung haben, der Hauptgrund dafür sind, dass wir heutzutage krank werden. Mm-hmm. So death is 3/5 eat. Und im Englischen kann man dieses Wortspiel machen, dass death, also Tod, zu 3/5 Essen ist. Also eat heißt Essen im Englischen. Also Tod oder hat zum großen Teil mit dem zu tun, was wir essen. So when we say, you are what you eat, und deswegen sagen wir, du bist, was du isst. Then what we're eating may be, I don't want to use the word killing, but what we're eating is affecting our health. Mm-hmm. Was wir essen, hat einen Einfluss auf unsere Gesundheit. Mm-hmm. Let me share some information, factual information with you. Lass mich euch einige faktische Informationen hier weitergeben. Mm-hmm. It says diet has always played a vital role in supporting our health. So, wir haben hier die Aussage, die Ernährung hat immer eine lebenswichtige Rolle darin gespielt, unsere Gesundheit zu fördern und zu unterstützen. Mm-hmm. Now, let's look at some European health information. Hier einige Aussagen von der europäischen uh-huh. Gesundheitsbehörde. And it's coming from the World Health Organization. Und es kommt von der Weltgesundheitsorganisation, dem europäischen Zweig davon. Now listen to what is stated. Nun hört, was hier gesagt wird. It says, as many chronic diseases are closely linked to lifestyle. Es heißt hier, da viele chronische Krankheiten sehr eng verbunden sind mit dem Lebensstil. And so they estimated that 80% of heart disease and strokes is as a result of our lifestyle. 80% der Herzerkrankungen, der Schlaganfälle, wird geschätzt, sind lebensstilbedingt. Also diabetes is affected by that. Diabetes Typ 2 wird ist bedingt durch unseren Lebensstil. And 40% of our cancers. Und die WHO sagt auch, dass 40% aller Krebsartfälle durch den Lebensstil hervorgerufen wird. They were saying that if these could be avoided, it could be avoided if common lifestyle factors were eliminated. Und es heißt, dass all diese Krankheiten und diese Fälle von chronischer Krankheit vermieden und verhindert werden könnten, wenn entsprechende Änderungen im Lebensstil erfolgen würden. They say large numbers of people will continue to die every year from mostly preventable diseases. Große Anzahlen von Menschen werden jedes Jahr weiterhin sterben, obwohl sie eigentlich unter Krankheiten leiden, die man durch Prävention verhindern könnte. So what a lifestyle. What is lifestyle? Also was ist nun dieser Lebensstil, um den es geht? Last night we talked about the God's plan. Gestern Abend haben wir darüber gesprochen, über den sogenannten Gottesplan. Uh-huh. And what were those lifestyle principles? Und welches waren die Lebensstilprinzipien, die wir in Gottesplan finden?
Anybody remember what those lifestyle principles were? Erinnert sich noch jemand? Name one of them. Also vielleicht fangen wir mal mit einem an. How many was here last night? Wer von euch war gestern Abend hier? Okay, so how many were not here? So wer war nicht hier? So we have average half and half. So okay. Also etwa 50-50. So someone that was here last night, tell at least one of those lifestyle changes that we could do to help eliminate some of these conditions. Also jemand, der gestern Abend hier war, wenigstens fangen wir mal an mit einem Punkt, was wir tun können, um diese Krankheiten zu verhindern. So nutrition, exercise. That's two of them. Excellent. Also hier wurde gesagt, richtige Ernährung, genügend Bewegung. Now, how many were there? Eight. Also insgesamt hatten wir acht, ja? So now we have two of them, so that leaves six. Zwei haben wir jetzt schon, jetzt gibt es noch sechs weitere. Okay. We have nutrition and exercise. Okay, she says sun. Sunlight. Also genügend Sonnenlicht. Water. Genügend Wasser trinken. Rest. Angemessene Ruhephasen. Trust in God, six. Vertrauen in eine höhere Macht. Mäßigkeit. Was Mäßigkeit? Temperance. Oh yes, okay, seven. Mäßigkeit in allem. Mm-hmm. So now we have one left. Und eins fehlt noch. Ihr habt es bestimmt schon gesagt. No, we have water already. Hm? Rest. Rest we had. We had rest. Water. Huh? Okay, das ist auch Mäßigkeit. Okay, I think we have them all. You have them all? Okay. Ja, haben wir auch schon gesagt, das fällt unter so, okay, Vertrauen, let's Stress vermeiden. Okay, so we have trust. Also, wir haben das Vertrauen in Gott. Air, we didn't do air. Frische Luft, genügend frische Luft, Sauerstoff. Ja. All right. We have trust, air. Also Vertrauen, frische Luft. Exercise. Genügend Bewegung. Plenty of rest. Ja. Right? Angemessene Ruhephasen. Aha. Uh-huh. Then we have air, lots of water. Right? Ja, genügend Wasser. Okay. And then we had what? P L plenty. P L A N A. Air and nutrition. No. Okay. Temperance. Jetzt haben wir es dann auch alle durcheinander. Temperance and food. Anyway, okay. Those are the eight principles that we need to incorporate in our lives. Also das sind diese acht einfachen Grundprinzipien, wo wir sagen, wenn wir die in unserem Leben umsetzen, dann haben wir viel erreicht. And so it can help us to eliminate the conditions that we are suffering with today. Und das hilft uns dabei, von vielen lebensstilbedingten Zuständen loszukommen, unter denen wir heute leiden. Mm-hmm. Some other risk factors we know is tobacco, alcohol, cholesterol. So, es gibt diese Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Tabak, Nikotin, Alkohol, hohes Cholesterin, Übergewicht. And then these last two is we have found that with cancer it can be prevented if people would eat more fresh fruits and vegetables today. Und jetzt die letzten zwei Punkte. Man hat festgestellt, dass besonders Krebs zum Beispiel viel niedriger sein könnte, wenn die Menschen einfach mehr frische Früchte und frisches Gemüse essen würden. And to help all of them, we need to be people that move. Ja, aber viel wichtiger eigentlich noch als Ernährung ist ausreichend Bewegung. And that means we need some form of exercise in our everyday. Und das heißt, ihr braucht irgendeine Form von Bewegung, also sportlicher Bewegung während eures Tages. So the conditions that we are suffering with here is actually, I would say, is around the world. Diese Zustände, von denen wir gesprochen haben, ist etwas, was wir auf der ganzen Welt finden. Heart disease, cancer, strokes and diabetes. Und die Nummer eins Todesursachen sind nach wie vor Herzkrankheiten,
Krankheiten, Krebs, Schlaganfall, Diabetes. Excuse me. And I believe it's because we're eating with the knife and the fork the same kinds of things. Und ich sage das nochmal, es ist mit dieser Gabel und diesem Messer, wo wir jeden Tag darüber entscheiden. So disease never comes without some cause. Krankheit kommt niemals zu uns ohne eine Ursache dafür. So we want to reverse disease with a knife and a fork, right? Und so kommt ist also unsere Schlussfolgerung, dass wir auch gerade mit Messer und Gabel yes. die Krankheit wieder reversieren, umkehren können. We want to reverse it, right? Also, we want to take care of that and make some healthier choices with what we wir have. Wir wollen das umkehren und wir wollen gesündere Entscheidungen fällen in der Zukunft. So then as we look at this, we want to see then what are we actually eating? So, wir wollen jetzt mal anschauen, was essen wir eigentlich? Now we stated that we need to eat more fresh fruits and vegetables. Wir haben bereits gesagt, dass wir mehr von diesem frischen Obst und Gemüse essen müssen. So when we think of the sad diet, there are two kinds of diets I would call that we have the sad diet and the glad diet. Und ich spreche eigentlich immer von zwei Arten von Ernährung. Wir haben die sogenannte sad Ernährung und sad heißt im Englischen eigentlich eine traurige Sache, ja? Und das ist die Abkürzung für die Standard American Diet. It's American Diet. Huh? Anglo, it's world. It's the Western Diet. Okay, also es ist die Standard westliche Ernährung eigentlich. And so this diet consists of high protein, high fat, high sugar and low in fiber. Und standardmäßig ist in der westlichen Welt die Ernährung geprägt durch ein Übermaß an Eiweißen, durch viel Fett, durch viel Zucker und durch wenige bis gar keine Ballaststoffe. And so I want you to think in your mind, what are you eating? Are you on high fat, high protein, lots of sugar and low fiber? Und ich möchte euch einladen in diesem Moment, dass ihr mal darüber nachdenkt. Ist das bei mir vielleicht der Fall, dass ich viel Eiweiß zu mir nehme, viel Fett, viel Zucker und dass mir sehr im großen Maße die Ballaststoffe, die Faserstoffe fehlen? Now, some people think that high protein is only related to animal protein. Nun, manche Menschen denken, dass dieses zu viel an Eiweiß etwas ist, was immer nur mit tierischem Eiweiß zusammenhängt. You can be on too much plant protein. Aber du kannst selbst mit einer pflanzlichen Ernährung zu viel Eiweiß bekommen. So, let's look at what the Western diet, the amount of protein in the Western diet. Also schauen wir mal an, wie viel Eiweiß bekommen wir eigentlich mit einer normalen westlichen Ernährung. Now you see, this is breakfast. They have 51 grams. At lunch, 43 grams. At dinner, 91 grams. So a total of 185 grams of protein a day. So nehmen wir mal an, das wäre jetzt unsere Ernährung. Dann hätten wir zum Frühstück bereits 51 Gramm, mittags nochmal 43 Gramm und abends 91 Gramm reines Eiweiß, was insgesamt 185 Gramm Eiweiß in unserer Ernährung wäre. So, what are you eating? So, was isst du? Now, look at a plant-based diet. Im Vergleich dazu eine pflanzliche Ernährung. Now, breakfast, maybe 27 grams. Lunch, 27 grams and supper, which is the last meal of the day, 16 grams. Da haben wir zum Frühstück 27 Gramm, mittags nochmal 27 Gramm und abends 16 Gramm, zusammen nur 70 Gramm Eiweiß. And so this is 70 grams a day. Und das ist pro Tag 70 Gramm. Now, depending on whether it's a child, adult, male or female, the ratio would be different. Okay, jetzt abhängig davon, ob ihr ein Kind seid oder ein Erwachsener, ist euer Eiweißbedarf unterschiedlich. And you can check how much you need per day. Und ihr könnt selber überprüfen, wie viel ihr braucht. But the older we get, the less amount of protein we need. Aber je älter wir werden, desto weniger Eiweiß brauchen wir. Most of the time we think we have to eat
a protein food to get protein. Und meistens denken wir, dass wir ein eiweißreiches Nahrungsmittel essen müssen, um Eiweiß zu bekommen. But aber in a carrot, in einer Karotte zum Beispiel, there's protein, haben wir auch Eiweiß, carbohydrate, Kohlenhydrate and fat. Und Fette auch. Now one may be, you may have more carbohydrates here than you would fat and protein. Natürlich haben wir hier viel mehr Kohlenhydrate als Eiweiß und Fett. Same thing with the tomato. Aber das gleiche mit der Tomate. Potato. Oder mit der Kartoffel. Mm-hmm. Protein is not an animal food. Eiweiß ist nicht etwas, was man nur in tierischen Produkten finden würde. Animals eat plants to make protein. Und die Tiere, die essen ja nun gerade die Pflanzen und gewinnen daraus ihr Eiweiß. So we don't have to eat the animals to get the protein, we can eat what they ate. Wir müssen also nicht die Tiere essen, um das Eiweiß zu bekommen, sondern wir essen einfach das, was sie essen. Isn't that wonderful? Ist das nicht wunderbar? We can eliminate the middleman. Wir können so diesen Mittelsmann sozusagen ausschalten. We can just go grazing ourselves. Wir können also selber sozusagen grasen. Isn't that lovely? Don't you think so yet? Ist das nicht wundervoll? So, let's look at what happens when there is too much protein in the diet. So, jetzt lasst uns mal überlegen, was hat es denn für Folgen, wenn wir zu viel Eiweiß essen in unserer Ernährung? Mm-hmm, there's kidney problems. Nun, wir haben die ganzen Nierenprobleme. Heart problems. Herzprobleme. Gout problems. Wir haben Probleme von Gicht. Cancer. Krebs. Decrease endurance, that's physical endurance. Wir haben eine niedrigere Leistungsfähigkeit. Young ladies have earlier sexual developments. Und die jungen Mädchen kommen früher in die sexuelle Reife. Mm-hmm. And it puts stress on the kidneys. We have kidney stones. Ja. Also Nierensteine haben wir schon gesagt, aber ein großer Last liegt auf den Nieren, wenn wir zu viel Eiweiß essen. So, I'm just going to mention some of the food items that I feel in the animal kingdom that's not good. Pork is one. Ich möchte noch über ein paar Dinge sprechen, die an tierischer Nahrung für uns nicht gut ist. Uh-huh. Zum Beispiel das Schweinefleisch. With heart problems being the number one killer in the world. Wir wissen, dass Herzkrankheiten die Todesursache Nummer 1 in der Welt sind. The doctor tells you not to eat pork. Und wenn du Herzprobleme hast, ist das Erste, was der Arzt dir sagt, kein Schweinefleisch mehr essen. And it's a scavenger. Chicken. Some chickens have a carrier of the leukemia virus. Wie ist das mit Hühnerfleisch? Wir haben bei virus. Hühnern das Problem, dass sie zum Teil Leukemia virus, uh-huh, which affects your leukemia blood. Okay. Affects your blood. Blutkrebs ist. Ja, also das Hühner haben können zum Beispiel ein Virus tragen für Blutkrebs. Mm-hmm. Now, the permission that was given with animal products is that we were to eat it with no blood, no fat. 3 days from the time that it was killed, and clean animals. Okay, wir wissen, die Bibel sagt uns, dass nach der Sintflut uns erlaubt worden ist, dass wir Fleisch essen. Aber die Bibel sagt auch, unter welchen Bedingungen wir das Fleisch essen durften. Und das war erstens, es musste ohne das Blut sein. Zweitens, ohne das Fett. Drittens, es musste innerhalb von 3 Tagen nach der Schlachtung gegessen sein. Und viertens, es mussten reine Tiere sein, also zum Beispiel keine Schweine. Now in Leviticus 17:11 it says the life of the flesh is in the blood. In 3. Mose 17 heißt es, das Leben des Fleisches ist im Blut. Blood is the current of life. Das Blut ist sozusagen der Lebensstrom. In our animal products it gives flavor. Aber es ist nun mal gerade dieses Blut im Fleisch, was ihm den Geschmack gibt. But it's a carrier of bacteria. Aber es ist auch das, was in den Tieren eben die, zum Beispiel die Bakterien transportiert. Uh-huh. And so they were instructed to drain all the blood out.
Und so wurde den Menschen in der Bibel gesagt, dass sie das Blut aus dem Fleisch herauslassen mussten, bevor sie das Fleisch gegessen haben. The fat makes it taste is causes satisfaction. Nun, das Fett am Fleisch ist ja das, was auch wiederum Geschmack gibt. Mm-hmm. Und auch dieses Sättigungsgefühl. Fat holds toxins in the body. Aber dummerweise ist das Fett im Körper das Gewebe, wo die ganzen Giftstoffe eingelagert sind. And so they were to cut the fat. Und deswegen wurde den Menschen in der Bibel gesagt, dass sie dieses Fett abschneiden sollten vom Fleisch. They raised their own animals. Die Menschen haben damals ihre eigenen Tiere großgezogen. And so they were to, when they would kill it, they would have to eat it within 3 days before bacteria built up in it. Und ihnen wurde gesagt, dass wenn sie die Tiere geschlachtet haben, mussten sie es innerhalb von 3 Tagen essen, bevor die Bakterien Überhand genommen haben in dem toten Fleisch. And I think that if these restrictions were adhered to today. Und ich denke, wenn man heute diesen Regeln noch folgen würde, I think it would help to eliminate some of the conditions that we're suffering with today. Dann allein hätten wir schon viele negative Folgen der tierischen Ernährung nicht mehr, unter denen wir heute leiden. When the what we call the genealogy before the flood, before when they didn't have animal products in their diet. Wenn wir uns die Geschlechtsregister in der Bibel anschauen und schauen, wie alt die Menschen geworden sind damals, their lifespan was longer. Dann stellen wir fest, dass ihre Lebenszeit viel länger war vor der Sintflut, also als sie noch kein Fleisch gegessen haben. Their average lifespan would be 912 years of age. Und die Bibel sagt uns, dass die Menschen etwa 900 Jahre alt geworden sind am Anfang. We would think that is unheard of today. Wir sagen natürlich heutzutage, es ist völlig unmöglich. Because after the flood, when permission was given to eat these animal products, the lifespan dropped from 912 to 317. Und wir stellen fest, dass nach der Sintflut, als den Menschen plötzlich erlaubt wird, tierische Nahrungsmittel zu essen, die Lebenserwartung von 900 Jahren auf 317 Jahren heruntergegangen ist. Now, if we go from Abraham's son, which was Isaac, down to us today in 2011, it would be 70 years. Und wenn wir von dem Sohn Abrahams, Isaak, bis zu uns heute gehen im Jahr 2011, dann sagen wir, heute ist die Lebenserwartung irgendwo bei 70 Jahren. So we've come from 912 to 317 to 70 years. So sind wir also von 900 Jahren über 317 schließlich bei 70 Jahren angekommen. And I believe it's because of the knife and the fork. Und ich denke, es hängt sehr viel damit zusammen, was die Menschen gegessen haben und essen. So you are what you eat. Du bist, was du isst. And the body is made up from the foods that you eat. Und der Körper wird gebildet aus dem, was aus dem Essen, was wir zu uns nehmen. So we want to make healthier choices from what we have available. Und so möchten wir aus dem, was uns zur Verfügung steht, bessere Auswahl treffen. So disease and sufferings everywhere is largely due to errors in our diet. Krankheiten und Leiden überall um uns herum hat wesentlich damit zu tun, dass wir Fehler machen in unserer Ernährung. Do you believe that? Könnt ihr euch das vorstellen? Glaubt ihr das? So you are what you eat. Du bist, was du isst. You are what you digest. Und du bist, was du verdaust, verarbeitest. We find that most people can gain some disease prevention benefits by making healthier choices. So, wir haben also festgestellt, dass viele Menschen Krankheiten vorbeugen können, wenn sie bessere und gesündere Entscheidungen bezüglich der Ernährung fällen. So, here are some statistics in regards to disease prevention. So, einige statistische Angaben in Bezug auf Vorbeugung, Prävention. Now, those that are on a plant-based diet have a solid advantage over those that aren't in when it comes to heart disease. Also, was die Herzkrankheiten angeht, dann haben die Menschen statistisch gesehen, die eine pflanzliche Ernährung haben, einen Vorteil gegenüber denen, die eine tierische Ernährung
Then there's more statement says building our diet around whole plant foods is our best line of defense against cancer. Wenn wir unsere Ernährung um pflanzliche Stoffe herum aufbauen, haben wir die beste dann ist das unsere beste Verteidigung gegen Krebs. Okay, and then the third disease is diabetes. It says if returned to whole food plant-based diet, the incidence of diabetes is reduced. Und in Bezug auf Diabetes, eine pflanzliche Ernährung kann das Risiko, Diabetes zu entwickeln, wesentlich reduzieren. And those that are vegetarians are less likely to develop type 2 diabetes. Vegetarier entwickeln wesentlich weniger Diabetes Typ 2 als andere Menschen. And people, few are aware of the powerful protections provided by our plant-based foods. Es heißt, dass viele Menschen sind sich nicht bewusst, was für ein unglaubliches Potenzial an Schutz in einer pflanzlichen Ernährung liegt. Mm-hmm. So more plant foods help to eliminate the conditions that we are suffering with. More plant foods. Also wenn wir den Anteil an pflanzlicher Nahrungsmitteln erhöhen, reduziert das unsere Risiken, diese Hauptkrankheiten zu entwickeln. Now our body needs three kinds of materials. Nun, unser Körper braucht eigentlich drei Arten von Stoffen, die wir zu uns nehmen. We need energy food. Wir brauchen energietragende Stoffe, also Stoffe, die uns Energie geben. We need foods that's gonna help build tissues. Wir brauchen Stoffe, die uns helfen, Körpergewebe aufzubauen. And what is going to help facilitate chemical reactions in our body. Und dann brauchen wir noch Substanzen, die uns helfen, diese ganzen chemischen Reaktionen, die im Körper ablaufen, durchzuführen. So the food need to provide energy, nutrients and protection. Also hat die Ernährung eigentlich drei Aufgaben. Sie gibt uns Energie, sie gibt uns Nährstoffe zum Aufbauen von Körpersubstanz und sie schützt uns gegen Fehlfunktionen und Krankheiten. Now let's see how the energy comes about. Schauen wir uns mal den Bereich der Energie an. Energy can come from two sources, plant or animals. Energie können wir aus zwei Bereichen gewinnen, aus den Pflanzen und aus den Tieren. But when it comes from plants, it's more from our carbohydrate foods. Wenn wir sie aus den Pflanzen beziehen, dann kommt sie dort aus den Kohlenhydraten. Mm-hmm. When it comes from animal foods, it's more fat and protein. Tierische Lebensmittel haben aber gar keine Kohlenhydrate, sondern nur Fette und Eiweiße. Und daraus ziehen wir dann unsere Energie, wenn wir das essen. Now let's see what the plants would do different from the animal foods. Nun schauen wir aber nun, was der Unterschied ist der pflanzlichen Stoffe gegenüber den tierischen. Plant foods slow down the wear and tear on our body. Slow down wearing tear. Die pflanzlichen Produkte haben Zusatzstoffe, die uns helfen, den Alterungsprozess unseres Körpers zu verlangsamen. And plant foods have what you call antioxidants and phytochemicals that you will not find in your animal foods. Und diese Stoffe nennen wir Phytochemikalien und die finden wir eben nur in pflanzlichen Produkten und nicht in tierischen. And these antioxidants are like vitamin C or vitamins and minerals. Und diese Stoffe sind zum Beispiel die Vitamine, Vitamin C zum Beispiel, Mineralstoffe und andere Phytochemikalien wie Antioxidantien. Right. Now animal foods do not have C or E, vitamin C or E in them. In tierischen Nahrungsmitteln haben wir keine Vitamin C und E zum Beispiel. And it has no fiber. Und wir haben schon gar keine Ballaststoffe in tierischen Nahrungsmitteln. And they contain virus, bacteria and parasites. Auf der anderen Seite können sie aber Viren enthalten, Parasiten oder andere Bakterien. When you study the immune system,
Wenn wir das Immunsystem studieren, there are four enemies to the immune system. Dann stellen wir fest, dass es vier Gegner unseres Immunsystems gibt. Virus, Bacteria, Parasites and Fungus. Parasiten, Bakterien, Virus und Pilze. Now, animal foods have three of those enemies of the immune system. In den tierischen Produkten finden wir drei dieser vier Gegner unseres Immunsystems. So when you own more animal foods, you have higher risk of these parasites, bacteria and viruses. Wenn du also viele tierische Produkte zu dir nimmst, dann hast du ein höheres Risiko, Viren, Bakterien, Parasiten oder Pilze zu dir zu nehmen. Now, okay, we get energy and nutrients from the foods we get. Also, wir haben gesagt, wir beziehen Energie und Nährstoffe aus der Nahrung, die wir zu uns nehmen. Now, protection, our food should help to protect us from the conditions that we suffer with. Wir haben aber auch gesagt, dass unsere Nahrung uns schützen sollte vor Krankheiten. So plants have more healing and preventive properties than you would find in animals. Und jetzt stellen wir fest, dass die pflanzlichen Lebensmittel mehr von diesen heilenden und vorbeugenden Eigenschaften haben als tierische. So animal foods, habitual consumption of them will relate to heart disease, which is the number one killer, and cancer, the number two killer. Und im Gegenzug stellen wir fest, dass ein Verzehr von tierischen Produkten gerade zu diesen Krankheiten beiträgt, wie zum Beispiel zu Herzkrankheiten, die die Haupttodesursache ist, und zu Krebs, die die zweithöchste Todesursache ist. So the foods we eat should give us energy. Also die Nahrung, die wir zu uns nehmen, sollte uns Energie geben. It should provide the nutrients that our body needs. Sollte uns die Nährstoffe geben, die unser Körper braucht. And it should provide protection from diseases. Und sie sollte uns schützen vor Krankheiten. So you are what you eat. Du bist, was du isst. Every single day of our lives, jeden einzelnen Tag unseres Lebens, our body needs carbohydrates, fats, protein, vitamins and minerals. An jedem Tag brauchen wir diese Elemente: Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, Mineralien und Vitamine. Now, why do you think we need these every day? Nun, was denkt ihr, warum brauchen wir das nun jeden Tag? Why would we need these things every day of our lives? Warum brauchen wir das jeden einzelnen Tag unseres Lebens? Unless we decide to fast. Wenn wir nicht gerade uns für ein Fasten entschieden haben. Right? Why do we need these things? Was denkt ihr, warum brauchen wir das? Mm-hmm. Best function. So that our body can best function. Oh yes, and our okay. Mind can best function. Mm-hmm. Also hier wird gesagt, damit unser Körper in guter Weise funktionieren kann und auch unser Geist. Any other? Andere Gedanken? Well, let me ask, why do you eat? Nun, warum isst du? Why do we eat every day? Warum essen wir jeden Tag? To live. To live, okay. Say that again. Nochmal. We can't hear you. Mm-hmm. To have a good health. To have good health. Mm-hmm. Okay, yes ma'am. To nourish our cells and to... Mm-hmm. To praise God for our life. Mm-hmm. Good. So we eat to live, or do we live to eat? Also wir essen, damit wir leben können, oder leben wir, um zu essen? Hopefully we eat to live, right? Also hoffentlich leben wir, because essen wir, um zu leben. The title of our program is You Are What You Eat and Digest. Denn der Titel unseres Programms ist ja Du bist, was du isst und verdaust. So we need to eat to live. Also wir essen, um zu leben. Now, I said we need carbohydrates, right? Also wir haben gesagt, wir brauchen Kohlenhydrate. We need fats. Wir brauchen Fette. We need protein. Eiweiße, Vitamins, Vitamine and minerals. Und Mineralien. Okay. Now I'm going to give you what the nutritional value then of the carbohydrates.
in which is in starches and grains. Nun, der ernährungsphysikalische Wert von Kohlenhydraten, den finden wir zum Beispiel in Getreiden und Stärken. Mm-hmm. So when we think of carbohydrate foods, they are either starches, which we would consider potatoes as starch. Also wenn wir über kohlenhydratreiche Nahrung sprechen, dann finden wir die Kohlenhydrate entweder in Stärke, wie wir sie sehr intensiv in Kartoffeln zum Beispiel haben. Mm-hmm. Or bread, which would be from grains. Oder in Getreide, in Brotform zum Beispiel, auch sehr stärkehaltig. Or in what we would call whole grains. Vollkorn im Allgemeinen. Mm-hmm. Which you use to make your bread with, right? Is that right? Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. So now these would be high in your B vitamins. Also diese ganzen Vollkorngetreide sind hoch in den B-Vitaminen. Vitamin A. Vitamin A. And your vitamin E. Vitamin E. Protein. Aber Getreide hat auch hochwertiges Eiweiß. And your minerals, iron, calcium, potassium. Und Mineralstoffe, Eisen, Kalium, iron, ja, Calcium. And fatty acids. How many are familiar with fatty acids? Und die berühmten Fettsäuren. Wer weiß etwas über diese Fettsäuren? Linseed. We call them linseed or flaxseed. What do you call them? Ja, here? Zum Beispiel Leinsamen, ja. Leinsamen should have in your diet every day. Leinsamen ist etwas, was wir jeden Tag in unserer Ernährung gut verwenden können. Mm-hmm. It's very good for memory, brain. Und es ist sehr hat gute Eigenschaften für das Gehirn, für das Gedächtnis. Mm-hmm. 2 tablespoons a day. 2 Esslöffel geschroteten Leinsamen jeden Tag. Ground up. Ja, gut geschrotet, also aufgebrochen. Gives you the right amount every day. 2 tablespoons. Hat diese Fettsäuren, diese mm-hmm. lebenswichtigen Fettsäuren, die wir brauchen. And another thing with these linseeds, they are high in fiber. Und was anderes, dieser Leinsamen hat auch sehr viele Ballaststoffe. And I want you to, when you think of fiber, I want you to think of a broom. Und ich möchte, dass ihr bei den Ballaststoffen immer an diesen Besen denkt, ja? And it's going to go through, sweep all that cholesterol and all that waste and right out into the toilet. Und dieser Besen geht sozusagen durch euer System hindurch und bindet nicht nur das Cholesterin an sich, sondern fegt das auch alles hinaus in eure Toilette. Okay, so that's your carbohydrates in the form of grains and starches. Und das ist also der Bereich der Kohlenhydrate in der Form, wie wir ihn als Stärke im Getreide finden. Now we need also fat in the diet. So, der zweite Bereich, was wir in unserer Ernährung brauchen, sind die Fette. Now I talked about that family who took out all fats out of their diet. Wir hatten über diese Leute gesprochen, die alle Fette versucht haben zu vermeiden. Mm-hmm. You need fat in the diet. Aber wir brauchen Fett in der Ernährung. And you get it in the forms you can have it in grains. Und wir können das zum Beispiel im Getreide haben. In nuts. In Nüssen natürlich. Avocados. Oder in Früchten wie Avocado. And olives. Oder Oliven. So you have to have fat in order for your fat soluble vitamins to be metabolized in your body. Wir brauchen das Fett unter anderem für fettlösliche Vitamine, damit sie im Körper richtig verarbeitet werden können. So you need fat every day. Also Fett brauchen wir jeden Tag. Now protein. Nun Eiweiß. It's amazing that some of the same things will have the same thing in them. Some of the same things will have the same things in them. Also es ist interessant, dass gleiche Dinge auch die gleichen Inhaltsstoffe haben. Uh-huh. Like for instance grains. Also wir haben gesprochen über das Getreide. They have fat and proteins and carbohydrates. Getreide hat Fett und Eiweiß und Kohlenhydrate. Mm-hmm. And in the right amount. That's in the right amount. Und das Interessante ist, es hat, wenn man die Ernährungspyramide sich betrachtet, genau diese Anteile der Ernährungspyramide,
finden wir im Getreide drin. Viele Kohlenhydrate, wenig Fett, wenig Eiweiß. And you don't have to worry about an excess amount when you get them in there. Ja, wir brauchen uns da nie Gedanken darüber zu machen, dass wir von irgendwas zu viel bekommen. Isn't that lovely to think? Ist das nicht wunderbar? Yes. So now we have carbohydrates, fats and we have proteins. Also jetzt haben wir gesprochen über Kohlenhydrate, über Fett und über Eiweiß. And I set a plate here for you. Und ich habe hier so ein bisschen was aufgebaut für euch. And Thursday we're going to do meal planning, how to plan our meals. Am Donnerstag werden wir über Menüplanung sprechen. Mm-hmm. Wie können wir unsere Menüs zusammenstellen? And how to choose our foods where they have the right qualities in them. Und unsere Nahrungsmittel so zusammenzustellen, dass wir die richtigen Qualitäten beieinander haben. But I set this plate here. Ich habe hier diesen Teller zusammengestellt. Now I want you to tell me, we're looking at fats, carbohydrates and proteins, right? Und ich möchte, dass ihr mir jetzt sagt in Bezug auf Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate. Now I want you to tell me where is your fat on this plate? Und meine Frage wäre jetzt hier, wo ist das Fett auf diesem Teller? In the carrot? In the carrot, some? Ja, ein bisschen. Which one would have the most amount? Was von diesen vieren hat am meisten Fett? Which one? Did they say? No. Which one you think? Also was denkt ihr, was hat davon am meisten Fett? One, two, three, four, five. Ta-da! Is that so, yes? Yes. Okay. Okay. Excellent. Also, wunderbar, das ist die Kartoffel. Okay, that's the carbohydrates and fat. And what about protein? Eiweiß. The tomato? Out of all, which one would be the highest? Okay, wo wäre am meisten drin von den vieren? Because they all have carbohydrates, fats and proteins. Denn alle vier haben Anteile von den dreien, mm-hmm. Kohlenhydrat, Fett, Eiweiß, aber was hat am meisten Eiweiß jetzt? Mm-hmm. Which one would you think? Was denkt ihr? Potato again? Potato again, right? Yeah. Now you know when we come to the vitamins. Nun, was, wenn wir bei den Vitaminen angekommen sind? Your tomato would be higher in your vitamins. Dann haben wir sicherlich mehr Vitamine in der Tomate. Especially vitamin C. Und besonders das Vitamin C. That is one of the vitamins help keep your immune system boost. Also eins der Vitamine, das uns hilft, unser Immunsystem stark zu halten. Okay, and then when we go to broccoli. Und wenn wir zum Brokkoli kommen, Calcium. Hier haben wir sehr viel Mineralstoffe, Calcium drin. And you know, I'm going to show you while I'm talking about this. When you choose your broccoli. Und jetzt möchte ich euch etwas zeigen, wenn ihr Brokkoli einkauft. Now, this one is a little limpy. Das ist hier schon so ein bisschen welk. You want it firm. Ihr wollt natürlich Brokkoli kaufen, der richtig fest ist. And darker. You know how sometimes it's blue? Blue-green. Und der sehr dunkel ist. Manchmal ist es so blau-grün. And if it has yellow flowers, leave it in the shop. Und wenn das schon so gelbe Blütenansätze hat, dann lasst es im Geschäft. This has a tendency to lose its water-soluble vitamins, which is B's and C's. Dieser hat die Eigenschaft, dass er die wasserlöslichen Vitamine schnell verliert, also die B- und C-Vitamine. Mm-hmm. So you want to get it as fresh as possible. Und so möchten wir ihn so frisch wie möglich einkaufen. And another thing, when you choose it, always look at the bottom. Und wenn ihr Brokkoli kauft, dann achtet immer auf diese Unterseite. If you notice, sometimes it's black. Manchmal ist es ganz schwarz da unten. Leave it in the shop. Lasst es liegen im Regal. That means it's not fresh. Dann ist es nicht mehr frisch. Also you see, this has a hole in the middle of it. Hier seht ihr, dass da ein Loch ist in der Mitte vom Stamm. We have an organic gardener at our place. Wir, wo wir unsere Institution haben, haben wir einen
organischen Gärtner. And he says that when it has a hole in there, it's lacking in vitamins. Und er sagt, wenn der Stamm innen drin hohl ist, dann ist das ein Anzeichen von Vitaminmangel. Mostly your minerals, the minerals wasn't, didn't get the minerals it needed. Und, oder beziehungsweise von Mineralstoffmangel, als es gewachsen ist, ja. So if you can look and choose one that's lighter color. Also wenn ihr es auswählt, dann nehmt etwas, was unten noch ganz hell ist. Firmer. Was fest ist. And no yellow flowers. Und nicht schon gelb ist oben. When carrots. Mit Karotten. No hairs. Also keine Haare an den Karotten. Yeah, we talked this morning about when it has like the potatoes when they have the eyes. Wir haben bei den Kartoffeln gesagt, wenn sie schon diese Augenansätze haben. You plant it in the ground. Dann ist es Zeit, sie im Garten zu pflanzen, aber nicht mehr zu essen. Not in your soil. Also nicht in deinen eigenen Gartenboden, sagen wir mal. Same with the carrots. Mit den Karotten verhält es sich genauso. When they have whiskers, plant them in the ground. Wenn die anfangen, so Wurzeln zu bilden oder Fäden, dann gehören sie in den Garten. Yeah, not in your soil. Aber nicht in euren Körpergarten. Now there is a concern about B12. Nun, wir haben immer diese Panik mit dem B12 und Pflanzennahrung. We hear that you can only get B12 if you eat animal products. Uns wird gesagt, dass wir nur B12 bekommen, wenn wir tierische Produkte zu uns nehmen. Now, I'm sure that you have maybe have heard of Dr. Walter Veit. Ihr habt vielleicht von Dr. Walter Veit gehört. This is a statement from Dr. Veit. Das ist hier eine Aussage, die er getroffen hat. And he says that vegans or vegetarians need not panic over the issue of B12. Und er sagt, dass Veganer oder Vegetarier nicht in Panik verfallen müssen über die Frage von B12. He says, but they should be aware of the possible shortage that may arise. Aber sie müssen sich durchaus bewusst sein, dass es zu B12-Mangel kommen kann. So we should get foods that are fortified with B12. Und so ist es wichtig, dass wir Nahrungsmittel nehmen, die B12 angereichert sind. Most of your like soy milks and cereals. Also viele von unseren, von der Sojamilch, manche Frühstückscerealien or high in B12. Haben zusätzlich B12 innen drin. Also your beetroots. Aber wir haben es auch in roter Beete. Because it is a root vegetable, weil es ein Wurzelgemüse ist, it absorbs through the root system, nimmt es durch das Wurzelsystem traces of B12. Spuren von B12 auf. So put these in your meal plan. So stellt sicher, dass ihr das auch esst. And do not cut your skin off. Wash it and use the skin. Aber lasst die sozusagen die äußere Schicht dran, also schält es nicht, sondern wascht es nur gründlich. And another vegetable? Ein weiteres Gemüse. How many are familiar with leeks? Wer von euch kennt Porree? Yeah. Do you use them quite frequently? Benutzt ihr das häufig? Lovely. Wunderbare Sache. These are high in the traces of B12 as well. Auch das hat Spuren von B12. Because if you notice, they have long roots. They absorb the nutrients from the ground. Und wenn ihr sie kennt, dann haben sie lange Wurzeln, die Nährstoffe aus dem Boden gut aufnehmen. So these are food items that have a root system that absorb the elements that we need. Das sind also genau diese pflanzlichen Produkte, die ein Wurzelsystem haben und die Nährstoffe aus der Erde aufnehmen, die wir dann später brauchen. So we need to eat lots of those in our meal. So, davon müssen wir viel essen. And so, foods that are high in calcium. Also, Nahrungsmittel, die hoch sind in Calcium jetzt. All of these green leafy vegetables. Da können wir essen die ganzen grünen Blattgemüse. Almonds, figs, sesame seeds. Aber darüber hinaus die Mandeln, Feigen, Sesam, ist hoch in Calcium. And calcium is the largest mineral actually in our body. Calcium ist das Mineral, von dem wir am meisten im Körper brauchen. When I say the largest, that's the one that we most need also in das, the body. Ja.
Mm-hmm. And so, green leafy things. Now remember, before man sinned, he didn't eat these things. Erinnert euch aber daran, dass bevor der Mensch gesündigt hat zum ersten Mal, haben wir diese Sachen gar nicht gegessen. Mm-hmm. And so now we need them. So jetzt brauchen wir sie, but before we ate the nuts, for example. Yes, we had the nuts and the grains and the fruits, but we didn't eat those green things. Also vor dem Sündenfall haben wir aber natürlich den Sesam schon gegessen und die Mandeln und so weiter und haben da Kalzium herbekommen. And also when we think of iron. Auch wenn wir jetzt an Eisen denken. Those green things again. Green vegetables. Landen wir wieder bei dem grünen Gemüse. We have it in whole grains. Wir haben Eisen aber auch im Vollkorn. Avocados and beets. In Avocado, in roter Beete. Mm-hmm. Iron. Eisen. And then there are many, some people, when they go on more plant-based diet, they don't get enough iodine in the diet. Und dann gibt's die Menschen, die, wenn sie zu einer pflanzlichen Ernährung wechseln, nicht mehr genügend Jod bekommen. So now look, kelp, how many are familiar with kelp? Wer von euch kennt Kelp? Kelp is a green vegetable from the sea. Kelp ist so ein grünes Gemüse, was wir aus dem Meer bekommen. Mm-hmm. Sowas wie Algae. Algae, yes, ist eigentlich algae. Eine Alge. And you can get it in a granulated form where you could shake it on your foods. Und Kelp, das bekommt ihr zum Beispiel so als Granulat, das kann man über das Essen drüber streuen. And you don't need that much, but just add it to your diet. Davon braucht ihr gar nicht viel, aber es ist so etwas, was ihr eurer Ernährung hinzufügen könnt. But it's also in beets again. Aber wir haben auch Jod in der and spinach. Roten Beete und in Spinat. Mm-hmm. So these foods are what you want to have more in your meal planning every day. Das sind also die Lebensmittel, die wir mehr und in größerem Maße in unserer täglichen Ernährung integrieren möchten. Now, this website, the PCRM, this is the Physicians Committee for Responsible Medicine. These are 3,000+ medical doctors. Okay, hier haben wir also eine Organisation, die sich nennt Verband der Ärzte für eine verantwortungsvolle Medizin. Hat mehrere tausend Mitglieder in den USA. Mm-hmm. So they are encouraging more plant-based diet to eliminate the diseases that we're suffering with. Und diese Ärzte ermutigen also ganz klar zu einer verstärkt pflanzenbasierten Nahrung, um gegen die Lebensstilkrankheiten vorzugehen. Mm-hmm. Here they says to they mention to cut out the meat products. Sie empfehlen im Weiteren, das Fleisch wegzulassen. They said dairy products altogether will lower the risk of many of the diseases we suffer with today. Und sie sagen auch, dass wenn wir die Milchprodukte weglassen, wir das Risiko für viele Krankheiten wesentlich reduzieren können. And all of the products that they're actually recommending to cut out, we can get in a plant-based diet. All the products? Mm-hmm, we, except for the protein. The protein that they're getting, you can get in your... Ja, und wir brauchen keine Angst haben, denn das Eiweiß, was wir hier rausnehmen, das bekommen wir durch eine pflanzliche Nahrung leicht herein. Mm-hmm. So here we see evidence linking disease to chronic diseases continue to mount, prompting numerous health organizations to develop dietary guidelines, recommendation urging a shift to plant-based diets. Evidence linking chronic diseases. Okay, also Sie sagen nochmal, dass es ganz klare Anzeichen dafür gibt, dass eine pflanzenbasierte Ernährung das Risiko für viele Lebensstilkrankheiten wesentlich reduziert. Mm-hmm. So you are what you eat. So du bist, was du isst. And we need to shift from sad to glad. Und wir müssen diesen Übergang machen von der sad Ernährung zur glad Ernährung. Mm-hmm. And glad means life, God's life activating diet. Und glad, das steht für Gottes lebensaktivierende Diät. Mm-hmm. Also Diät im Sinne von Ernährung.
So we want to eliminate the conditions that we're suffering with today. Wir möchten die Zustände loswerden, unter denen wir heutzutage leiden. By making a transition in our meal plan. Indem wir eine Veränderung machen in unseren Ernährungsgewohnheiten. Okay? And Thursday we will go into more of how to plan our meals. Am Donnerstag werden wir dann gucken, was wir denn Gutes essen können. There was a question that was asked when we ended our previous lecture. So am Ende der ersten Stunde ist eine Frage zu uns gekommen. And the question was, why is pork bad for you? Und die Frage ging um das Schweinefleisch. Warum ist das Schweinefleisch eigentlich von allen Fleischsorten das schlechteste? Mm-hmm. Pork is very is a carrier of parasites. Nun, das Schweinefleisch ist von allen Fleischsorten das, was am meisten Parasiten hat. Uh-huh. And it is a scavenger meat. Scavenger. Scavenger eats waste, cleans up everything. Und das Schwein als Tier ist eigentlich ein Müllvernichter. Das Schwein ist eigentlich das, was so übrig bleibt, ein Allesfresser. Mm-hmm. It doesn't have sweat glands, so the toxins builds up in the actual meat. Und das Schwein hat in der Haut auch keine Schweißdrüsen, es kann nicht schwitzen und deswegen lagern sich also diese Giftstoffe im Schweinefleisch ab, die sonst ausgeschieden werden würden. Mm-hmm. So it's not what we would call a clean meat. Und deswegen wird das Schweinefleisch nicht als ein reines Fleisch bezeichnen. We have a little saying that pigs eat snakes, that eat frogs, that eat flies, that live in the outhouse. You know what the outhouse is? Und es gibt so im Amerikanischen so einen krassen Satz, wo es heißt, das Schwein ist die Schlange, die den Frosch gegessen hat, der die Fliege gegessen hat, die im in der Außentoilette vorher gewesen ist, mm-hmm. so diese Reihe. And so people eat the pig, that eat the snake, that eat the frog, that eats the fly, that lives in the outhouse. Und der Mensch ist das Fleisch, ist das Schwein, was die Schlange gegessen hat, die den Frosch gegessen hat, der die Fliege gegessen hat, der draußen im Plumpsklo gelebt hat. Mm-hmm. So it eats everything. So if you want to eat from the outhouse, just avoid the pig and go straight to the outhouse. Okay, also wenn wir, und um dann so in dem Krassen zu bleiben, wenn wir also schon aus der Toilette essen wollen, dann können wir auch direkt dahin gehen. So, but we are here to make healthier choices. Wir sind aber hier, um gesündere Entscheidungen zu treffen. And remember, you are what you eat. Und erinnert euch daran, du bist, was du isst. Any other questions? So, gibt es Fragen? Über was? So die Frage ist, was kann man zur Mikrowelle sagen? Verliert Nahrung in der Mikrowelle an Inhaltsstoffen? It's about microwave. Does it make the food lose vitamins or minerals? Microwave does cause the food to lose nutrients. Also Mikrowelle verursacht, dass die Nahrung an Nährstoffen verliert. Because the heat is very intense. Denn es geht dort um eine sehr starke Aufheizung. And then it heats from outside to inside, and a lot of time the inside stays cold, and then that's where you can have bacteria build up. You know, when they take it out, it gets cold faster because of the heating system. Outside in, and it shakes the molecules. Okay, und es hat, also die Art und Weise, wie es, so the problem is the bacteria? Bacteria builds up on the inside. But it's the problem is not only the bacteria, the problem is also the heat. It's too intense heat, so it affects the nutrients. Okay, also es ist nicht zu empfehlen, diese Mikrowellen zu benutzen, weil es eben so eine ganz besondere Art ist, die Lebensmittel aufzuheizen. Mm-hmm. So if you're eating food from a microwave, you're just eating and you're not eating for nutrients. Ja. Not getting nutrients. Also es
Du hast die Nährstoffe sind nicht mehr in dem gleichen Zustand, wie sie wären, wenn man es normal erhitzen würde. Es gibt da jede Menge Studien zu der Mikrowelle, wie sie die Nahrung verändert. Also man muss davon ganz klar abraten. So, what's the best way to cook the food, the vegetables? Is it to steam it or to bake it, or how would you do it? Either way, steam, bake or broil, and use less water. Okay, also es ist sicherlich so, dass je weniger Wasser wir nutzen, desto besser. Aber ansonsten ist es kochen, dämpfen oder backen. For instance, broccoli can be steamed. Also Brokkoli kann gedämpft werden, gedünstet werden. But when you have some of your greens, tougher greens like cabbage or kale, you have kale, you need to boil, it's best to boil those, but you can have cabbage raw. Ja, also wenn Brokkoli kann man dünsten, aber wenn ihr diese festeren Sachen habt, wie zum Beispiel ein Weißkohl oder einen Grünkohl, das ist besser, wenn man die kocht, aber man kann sie natürlich auch als Rohkost essen. Yeah. Ja, also gar nicht. Yeah, kale need to be boiled because the fibers need to be soft where the body can metabolize it. Ja, aber viele Sachen muss man eben auch kochen, weil die Fasern so hart sind, dass der Körper sie sonst gar nicht verarbeiten könnte, ja. Mm-hmm. Any other question? Okay. So the question is about pesticides. Vegetables and fruits have a lot of pesticides sometimes. Yes, With your pesticides, you wash them. Most of your things, if you get a, what do you call it? I don't know. We use a mix that can wash off the chemicals. And sprays from the outside. Also es ist natürlich wichtig, die Sachen gut zu waschen. Es gibt auch schon spezielle Waschmittel für Obst und Gemüse, die also diese Sachen sehr gut entfernen. So just wash them and use them. Ja, also wascht sie gut und besorgt euch so ein Gemüsewaschmittel zum Beispiel. And try to get more of your organic foods, if you possibly can. Oder nutzt eben die biologischen Produkte, die eben ohne Pestizide gezogen werden. So you won't have as many pesticides. Yeah. But if you can't get that, do the best you can with what you have. Aber was immer ihr bekommt, macht es so gut, wie ihr es könnt. Das wird auf jeden Fall ausreichen. So you use cold water or hot water? No, you can use cold water and use, sometimes we use lemon. Or at the shop you can get different cleansers that would help, that you can put in the water and wash them in. Also ihr könnt zum Beispiel, ihr nehmt kaltes Wasser, ihr tut da zum Beispiel Zitrone rein als Waschmittel, oder ihr geht eben in ein Geschäft, zum Beispiel auch so einen Bioladen, da gibt es solche Obst- und Gemüse. Waschmittel, die verträglich sind, die aber sehr gut reinigen. Ja, müsste es geben. And we have you also have a recipe how to make one. Yes, that's, that's what I was just getting ready to tell you. Okay. We have a recipe for one. On the next class, we will get it. It's grapefruit, lemon, lime, I think it's eucalyptus. And mix it together and strain it, and it's very good. Ja, also wir haben selber so ein Gemüsewaschmittel entwickelt. Im nächsten Vortrag werden wir euch das genaue Rezept geben. Da sind verschiedene Inhaltsstoffe drin, was das Gemüse sehr gut reinigt. Yeah, we'll get the recipe and see if we can have it available next. Ja, also wir werden das Rezept vorbereiten für euch und euch mitbringen. Donnerstag. Yeah. Okay. Ja. Okay. Any other questions? Weitere Fragen? If not, we'll have a closing prayer and we will see you tomorrow. Is it tomorrow? Wednesday is tomorrow. No, tomorrow's Tuesday. I'll be back on Thursday. Okay. My husband will be back tomorrow. Also, morgen ist mein Mann wieder dran, heute Abend natürlich auch, und ich bin wieder dran am Donnerstag.
And then we'll put our plates together. Und dann werden wir mal ein Essen zusammenstellen. Okay? Good. Let's stand and have prayer. Uh-huh. Oh, we had in Europe, we had a special parasite called EHEC. Okay. E. coli. No, it was not. It was some kind of parasite. It was called EHEC something. They didn't buy tomato and lettuce anymore. And the question is if this washing detergent that you have would have got taken the parasites away even and so on. Usually it will. Uh-huh. Yeah. You know, but I find that these kinds of things come as a result of not proper handling. Mm-hmm. You know, people not washing their hands properly, mm-hmm. and they go into the toilet and then they don't wash properly. And this is a way in which a lot of this comes about. Okay, also in Bezug auf EHEC lässt sich das nicht mit letzter Sicherheit jetzt sagen, aber im Wesentlichen diese ganzen Sachen von, man findet ja auch E. coli-Bakterien auf Gemüse und so weiter, das ist aber alles was eigentlich aus der Handhabung der Gemüse kommt, dass die Leute, die mit dem Gemüse arbeiten oder es verkaufen, verpacken, zum Beispiel auf Toiletten gehen und dann sich nicht die Hände waschen oder dass es da irgendwelche Cross-Kontaminationen gibt. And so, if you're concerned about that, then just eliminate those things and then in your garden, you can have whatever you would like. Okay. You know, if that way you can avoid the stress of going to the shop, wondering whether it's still there or not. Und letztendlich sollte man an der Stelle vielleicht auch erwähnen, dass wenn wir die Sachen selber anbauen im eigenen Garten, wir natürlich diese ganzen Dinge umgehen können. Also das ist auch immer noch die Option, dass wir wieder unseren eigenen Garten natürlich machen. Mm-hmm. Good. Good. All right. Brown sugar. Also die Frage ist noch über Zucker, Weißzucker oder Rohzucker. The question is about sugar. Uh-huh. White sugar, brown sugar, cane sugar. Cane, okay. Which is best? Is that what she's asking? Ja, also die Frage ist, was ist, wenn man schon Zucker nimmt, der beste Zucker sozusagen? Ja, es gibt ja, there are different kinds of brown sugar, so okay. Which one would you choose? Which would I choose? It would depend on if it's a diabetic, I wouldn't use any of those. Mm-hmm. Also die Frage ist, wenn wir mit einem Diabetiker zu tun haben, dann würden wir natürlich überhaupt keinen von diesen Zuckern, auch wenn sie braun sind, auswählen. Mm-hmm. And then we have Sucanat, which is it looks brown and it's natural. Sucanat, mm-hmm. Or you have cane, there's a cane sugar that's not processed. Mm-hmm. So I would do them in that stage. Also dann gibt es im Deutschen gibt es diese sogenannte Ursüße, das ist getrockneter Zuckerrohrsaft. Das ist etwas, was man gebrauchen kann, gibt es im Bioladen. Und dann gibt es andere Zuckerarten, die sehr unraffiniert sind. Mm-hmm. Aber es gibt auch braunen Zucker, der einfach nur eingefärbt ist, braun. Und das ist eigentlich normaler Kristallzucker, nur braun eingefärbt. Yeah, so if it's just a regular brown sugar. Or use dates or honey. Or dates or honey. Ja, oder ihr könnt natürlich auch süßende Lebensmittel nutzen, wie zum Beispiel Datteln. Mm-hmm. Honig geht natürlich auch immer. Damit könnt ihr auch süßen. Datteln mm-hmm. ist hervorragend zum Süßen. Yeah, on maybe Thursday I'll show some of the other natural sugars that can be used. Ja, am Donnerstag auch wieder werde ich euch einige natürliche Zucker vorstellen, die ihr benutzen könnt. Yes, and maybe by that time I can go to the shops and see what is available, because I don't know right here what's actually available. Vielleicht können wir vorher noch mal in einen Laden gehen und schauen, was wir hier in Deutschland da bekommen können. Yes. Okay. Let's stand and have closing prayer. So stehen wir kurz auf zu einem abschließenden Gebet. Dear Father, which art in heaven. Lieber Vater im Himmel. We are truly grateful for who you are. Wir sind wahrhaftig dankbar für das, wer du bist.
And we are grateful for the information that you've given to us. Und wir sind dankbar für die Information, die du uns gegeben hast. That we can have better health. Dass wir gesünder sein können. Because we are what we eat. Weil wir das sind, was wir essen. And we want to eat those things, Lord, that will give us health. Und wir möchten die Dinge essen, die uns Gesundheit geben. That we can have be a better service to you. Dass wir dir besser dienen können. And to our fellow man. Und unseren Mitmenschen. Grant us all traveling mercies home. Bitte für die, die jetzt nach Hause fahren, beschütze du sie auf dem Weg. And bring us back for the evening meeting. Und bring uns heute Abend hier wieder zusammen für die Abendveranstaltung. In Jesus' name we pray. Wir bitten es im Namen Jesu. Amen. Amen.